Willkommen, liebe Zuschauer, bei der Sendung Open Air Intim. Ich bin nicht Peggy, ich darf diese Woche die Sendung moderieren und habe heute einen Gast. Das ist der David von dem Label Tree Music. Ja, hallo. Hi. Das Label, wann habt ihr das denn gegründet oder wer genau hat das gegründet? Wir haben das 2010 gegründet. Mhm. Ja, genau, mit Jens Neumann zusammen, meinem Kollegen. Ja. Okay, und nur ihr beide oder? Genau, nur wir beide. Ich habe damals selber noch Musik gemacht und ja, wir haben uns einfach irgendwie entschieden, dass das die beste Variante ist. Irgendwie wollten zusammen selber was auf die Beine stellen und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Label. Okay. Und was genau passiert da dann? Wir waren da, glaube ich, damals noch sehr so grün hinter den Ohren und haben einfach überlegt, wir machen das, ohne dass wir viel Ahnung hatten, was das bedeutet. Wir hatten so eine Vorstellung, was das bedeuten kann. Und dann haben wir am Anfang ganz viele Fehler gemacht und viel dazugelernt. Und ja, jetzt sind wir im 7. Jahr. Ja. Und ihr sucht dann euch Musiker, die ihr da aufnehmt oder wie läuft das ab? Kommen die zu euch? Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben angefangen damals mit mir, ich war der einzige Künstler. Ja. Und dann, ja, dann sind Leute auf uns zugekommen, die gemerkt haben, was für eine Arbeit wir machen. Es bewerben sich jetzt immer stetig Leute, die sagen, hey, wir finden cool, was ihr macht. Und das ist meine Musik oder unsere Musik, hört euch das mal an. Und ist ganz unterschiedlich, aber wir suchen auch. Aber nicht so aktiv, sondern halt, wir sind sehr umtriebig, lernen Leute kennen, lernen andere Musiker kennen, wir gehen viel auf Konzerte und dann findet sich der eine oder andere. Genau. Und jetzt haben wir gerade einen neuen Künstler dazu bekommen, Slona heißt der. Ja. Okay. Und wenn ihr dann die Künstler aufgenommen habt, dann machen die die Musik und ihr macht die Videos oder helft ihr auch mit beim Musikmachen? Wir helfen auch mit beim Musikmachen. Nicht, dass wir selber Instrumente in die Hand nehmen, sondern das ganz oft so, die Künstler haben, weiß nicht, wie das, ja, die haben eine Demo eigentlich, ja. Die haben Sachen, die sie aufnehmen, Skizzen und so. Und je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis ist, viele Leute lernen wir erstmal so auf einer freundschaftlichen Basis einfach erstmal kennen. Und die zeigen dann, was sie haben. Und genau, dann redet man einfach darüber, so wie wir das finden, wie der Künstler das findet, was er sich vorstellt, wo er mit seiner Musik hin will. Und dann versuchen wir, den Künstler zu unterstützen, so gut wie wir können. Genau, und Videos hast du angesprochen, dann machen wir auch irgendwann die Videos, genau. Ja, ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, zum Beispiel von Alle Knarren, das Video. Ja. Und da habt ihr einen Clown, der keinen Erfolg hat und ja, ziemlich weit den Bach runtergeht. Ja, der Weltschmerz-Clown. Denn alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Alle Knarren gehen kaputt. Alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Alle Knarren gehen kaputt. Denn alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Alle Knarren gehen kaputt. Alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Dass ich so frei sein kann. Geile Menschen um mich, die mich lieben und bei mir waren. Bei mir sind und bleiben, egal wie scheiße die Zeiten waren. Streiken und Stress steigen und Pech haben, weiterfahren. Doch Negativität fickt mein Kopf. Mein Land liefert den Kriegen weltweit Mittel und Stoff. Vergiftet uns oft und mäht alles nieder per Knopf. Druck, widerlich, ich will das nicht, nur gibt es das doch.
Ich tu mich schwer, den Scheiß zu verstehen. Alles ist immer so weit weg, scheint mir nichts anzugehen. Was ich sehe, ist irgendwie gefiltert und haltbar. Alle teilen die Bilder vom Krieg und jeder liked mal. Doch neben allen grauen Theorien sehe ich Menschen auf der Straße, in deren Augen was glüht, die sich trauen, was zu sagen und die laut sind für Frieden. Lass uns auch was bewegen, Mann, ich weiß, dass es geht. Wir büßen auf der Schwarzgrube, schmelzen ihren Stahl. Tränengas verpufft und die Luft wird wieder klar. Wir holen die Pistolen und Revolver und AKs. Verbiegen sie wie Draht, fliegen sie zum Mars. Ihre Waffenlieferung ist leider nicht mehr da. Boom. Kein Plan hab ich irgendwo vergraben. Zusammen mit den Minen und Raketen und dem Kram. Wir legen ihren ganzen Laden lahm. Alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Alle Knarren gehen kaputt. Alle Knarren gehen kaputt heute Nacht. Alle Knarren gehen kaputt. Warum habt ihr den Plan genommen? Wir haben erstmal die Idee vom Clown war gar nicht so da. Wir haben uns erstmal so zu dritt hingesetzt mit Simon Rohe, für den der das Video ist oder von dem der Song ist. Und dann haben wir ganz lange erstmal so gebrainstormt. Das heißt, wir werfen uns so Ideen an den Kopf, was wir uns für das Video vorstellen können. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee mit dem Clown gekommen. Und der Clown wird gespielt von Christoph Düro, ein ganz toller Schauspieler. Und mit dem haben wir vorher schon mal zusammengearbeitet. Und dann ist uns irgendwie diese Idee gekommen, weil Alle Knarren ist ja so auch ein politischer Song. Ja. Aber wir haben irgendwie gemerkt, das, was der Song auch aussagt, so dass das Politische oft auch so im Persönlichen oder im Privaten anfängt, dass das irgendwie für das Video und auch für den Song sehr wichtig ist. Und das wollten wir irgendwie in diesem Song haben. Und deswegen haben wir uns für diesen Clown entschieden, der so ein bisschen, ja, ich habe schon anfangs gesagt, so ein Weltschmerz-Clown ist. Und ja, also wie soll ich sagen, der Clown ist so ein bisschen, der ist gefrustet von seinem Leben, aber der ist auch gefrustet oder der hat Angst um die Welt. Ja. Ja, der sitzt in seinem kleinen Trailer und guckt die Nachrichten und sieht Flüchtlinge kommen und dass Menschen extremes Leid erfahren, weil sie vor Krieg flüchten und das macht ihn fertig. Und zusätzlich läuft es bei ihm im Zirkus nicht und keiner will sich eigentlich seine Shows angucken und dann fängt er an zu trinken. Und dann gibt es aber noch ein kleines Happy End am Ende. Ja. Ja, ich musste mir das Video auch zweimal angucken, um es genau zu verstehen. Ja. Und dann von One Way Journey. Ja. Sind ja auch Obdachlose, die auf der Straße sind und so. I'm going on a one-way journey. I ain't go back a room. Cause I don't really like wagwan. Pure separation all around. Have you ever hungry and can't sleep? Barefooted on the concrete, yes. Oh, Mr. Boss is slave, do not judge my life. Not until you walk the streets. Sit down on the AC so you can see. When I'm going to strike, let's keep a heartbeat. Oh, Mr. Boss is slave, do not judge my life. Not until you walk the streets. I'm going on a one-way journey. I ain't go back and roam. Cause I don't really like walk one. Put type on the first flight out of room. I'm going on a one-way journey. I ain't go back and roam. Cause I don't really like walk. Warum habt ihr euch das so ausgesucht? Ja, die grundsätzliche Idee war erstmal, also DJ Danzen ist ja der Produzent von dem Song und RC ist der Künstler, mit dem Danzen zusammengearbeitet hat. Und wir sind nicht immer so, wir suchen uns das nicht so aus, dass wir jetzt sofort denken, ja, das ist es jetzt, sondern wir versuchen erstmal nachzufühlen, was der Song irgendwie transportiert. Und eigentlich wollten wir einen Wohnungslosen einen Tag lang begleiten, um zu zeigen, was so an einem Tag passiert. Also sehr dokumentarisch eigentlich. Und wir haben dann über so einen Zeitraum von 5, 6, 7 Wochen gemerkt, dass es nicht so einfach ist, weil manche haben kein Telefon, andere sind nicht so zuverlässig. Und was ich gemacht habe, ich bin dann über einen Zeitraum von 4, 5 Wochen bin ich rausgegangen, ich bin zum Zoo gefahren, ich bin am Cottbusser Tor gewesen, also an vielen Stellen, wo Obdachlose auch sind. Und ich habe die einfach angesprochen und habe gesagt, was ich mache, was wir machen wollen. Und habe dann einfach versucht, so ein bisschen das Leben einzufangen. Ja, so
wie das halt möglich ist in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde, wo man dann mit denen zusammen Zeit verbringt. Genau. Und die Idee war einfach zu zeigen, hey, das ist auch ein Leben, was stattfindet. Und das wird ganz oft ignoriert, ja, dass Menschen auf der Straße leben und wenig bis gar nichts haben. Ja, ich fand es sehr interessant. Also war schön, das mal zu hören. Und dass es auch wirklich einfach nicht so einfach ist, darüber zu entscheiden, was man jetzt in das Video tut. Ja, war sehr schön mit dir. Dann geht's nächste Woche wieder weiter mit der Peggy. Und sind wir schon am Ende, Alia? Ja, wir sind schon am Ende. Oh mein Gott. Pass auf, dann habe ich aber ein bisschen, weil ich habe gehört, dass du gerne mal dabei sein würdest, wenn so ein Videodreh stattfindet. Ja. Das hat mir die Peggy gesagt und ich würde dir anbieten oder mich freuen, wenn du mal zu uns kommst und mal beim Videodreh dabei bist, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Uns mal über die Schulter schauen kannst. Ich habe auch dir so ein, zwei kleine Geschenke mitgebracht. Schau mal, du hast das Alle Knarren-Video angesprochen. Ich habe vom Simon seine EP Dankeschön. Dabei und ich weiß nicht, welche Größe du hast. Ich dachte, S passt dir vielleicht. Ich glaube, das passt. Genau, schau mal, das Alle Knarren-Shirt. Passt. Cool, Dankeschön. Sehr gerne. Freut mich. Gut, schön. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss.